Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil, der Lorino-Werft. So, geht jetzt weiter. So. In der letzten Folge haben wir ja das mit dem dass wir ja mit dem Geschütz hinbekommen. Gott sei Dank. Dann haben wir uns dann doch das Ding getroffen. Na, das mit dem Geschütz. Ah, die. Wir reden mal mit Beaver. Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel. Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? So. Sie sollen herausfinden, was die Deutschen transportieren. Der aktiviert natürlich die Flaggenflugabwehr. Und dann noch irgendwas. Ich weiß gerade nicht, was das letzte war. Gut, dann gehen wir rein in die Mission. Ja, hier geht's nicht weiter. Ah, wir sollen herausfinden, wo die Lieferungen hergebracht werden sollen. Okay. Let's go. Okay, wir sind also quasi direkt in der Nähe einer Wache. Also sollten wir die Tunis aufpassen. Ich schleiche mich mal den Hampelmann da oben an, weil ich will den unbedingt noch down kriegen. Der könnte nämlich sonst gefährlich werden. Warum hat er nicht zusätzlich noch? Gott sei Dank ist diese Schicht bald vorbei. Da war noch ein Gong. War's nicht. Wir snipen, arbeiten uns gerade so ein bisschen durch den Hafen vor. Wir sind drei Leute. Minimum. Vier. Ich krieg sie nicht alle down. Das Problem ist, die sich eindauern, das sind die nächsten auch wieder weg. Sind die alle nicht alarmiert.
Und sitzen auch noch zwei. Also wir sind hier quasi komplett in diesem Feindesgebiet reingespawnt. Das ist natürlich auch nicht alles so einfach ist. Wir haben leider auch nur... Oh Gott, das sind so viele Wachen, ne? Wir müssen uns wirklich Step by Step reinarbeiten hinten. Die Waffe, nehmen wir mal mit. Ich muss ja völlig aufpassen gerade, dass ich hier nicht auf irgendwas reintrete. Sieht nützlich aus. Der hat's natürlich. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Das war weg damit. So. Was haben die jetzt wieder? Ah nein, jetzt haben die irgendwas getroffen. Ah, super. Das haben die getroffen. Da haben wir schön schärfer das ganze Ding mal. Geh mir im Sack, Alter. Sonst nichts. So, Regenstände zerstört. Sehr schön.
Ja, das leck mich doch einmal am Arsch, Alter! So, Geschichte. Bye bye, mein Freund. So. Und der auch, der. Den Ärger in dem Moment, bevor der irgendwie ungefährlich werden könnte. Und auch diesen Panzer hier, den schalten wir mal tunlichst aus. Die ganzen Fahrzeuge weg. Hala. Den ersten konnte doch daneben sitzen. Konnte ich doch daneben sitzen, aber den zweiten. Der war richtig schön getroffen. So. Natürlich, dass ich hier sitze. Mehr finde ich nicht. Oh, jetzt mal die Jungs hier mal. Aber. Ah, super. Down. Ich glaube, da riecht schon noch irgendwas. Tot. Bye bye, my love.
im Laufen. Kriegst du jetzt auf die Fresse. Einmal kurz die Lunge. Bye, bye. Oh, es war ja ein Lungentreffer, war es okay. So, eigentlich haben wir so, müssen wir jetzt alle down haben. Für den Wagen kommen. Kaputt. Der Laster. Das ist alles. Ich schätze mal ganz ein Fahrzeug, bevor die irgendwie auf die Idee kommen. So. Also, es wird irgendwie auf die Idee kommen, mich an. Die Mafia scheint sich auf der Werft selbst bedient zu haben. Da sind so zwei, drei Leute noch. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen vier Minimum. Ja, sie haben eine Vermutung, wo ich sein könnte. Der Mann sieht wichtig aus und hat bestimmt was Nützliches dabei. Aber wo zur Hölle? Hat er mich gesehen? Von da oben oder was? Da bist du! Man muss aber gut sein. Gut, dass es nur vier sind. Ach, den habe ich. Die mit zwei Seiten. Ja, ihr seid die Besten.
Und ob wir hier lebend rauskommen, das sehen wir im nächsten Part.